Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. In der letzten Folge haben wir das Feld gepflügt und ich habe dann das Geld abgeholt, was wir dafür bekommen sollten und bin dann zum Hof hierher zurückgefahren. Und dort sitze ich tatsächlich noch in dem Traktor. Ich habe das instant ausgemacht, wie ich es versprochen hatte. Und man sieht es daran, der Pflug ist noch rot, der hat noch nicht unsere Farbe wieder zurückbekommen. Wird er aber noch, dass spätestens, wenn wir das nächste Mal pflügen, fahren. Ja, ich habe meinen Lohn bekommen. Wir sind jetzt bei 41.000 Euro. Und ich bin ziemlich müde. Und ich habe gerade noch mal gelesen, während das Spiel gestartet hat, dass wenn man hungrig wird, dass man dann tollpatschiger wird. Hallo Rex. Wirklich Neues habe ich tatsächlich gar nicht zu berichten diesmal. Heißt im Klartext, wir machen weiter wie bisher und hangeln uns quasi über die 200. Folge dann hinaus bis zum 21. Juli, wollte ich gerade sagen. Wir sind im August. Wir hangeln uns bis zum 21.11., bis das Release von Farmers Dynasty kommt. Wie gesagt, wirklich Neues habe ich nicht zu berichten. Lustige Anekdote, die ich euch erzählen kann. Guten Morgen, Emily. Guten Morgen, Farmers Dynasty. Ja, eine lustige Anekdote, die ich euch erzählen kann, ist, dass andere auch Schwierigkeiten haben, in Kontakt zu treten mit den NPCs. Vor allen Dingen, wenn sie unter einem Steg stehen im Wasser. Dumm bei demjenigen war halt nur, dass seine Auserwählte war. Naja. Dann hat er eben halt eine Frau mit einem Steg auf dem Kopf. Wer das will, wem das gefällt, ist schon ganz in Ordnung. Ja, ich habe dann geschrieben, ja, vielleicht zur Not nimmst du dann halt den Oliver. War ein kleiner Scherz am Rande. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man um eine Frau wirbt und sie zum Hof haben möchte und dann mit ihr nicht anbändeln kann, weil sie gerade unter einem Steg steht. Also, da muss noch einiges passieren. Der Bug ist jedenfalls gemeldet. Ja, ihr habt es gesehen, unser Gewächshaus ist noch nicht fertig. Das Gewächshaus ist fertig, aber die Pflanzen sind noch nicht ausgewachsen. Guten Morgen, Rex. Ja, du kriegst dein Würstel. Wie viel Würstel haben wir denn noch? 3 Stück. Da könnten wir eigentlich mal zum John laufen und mal unsere Paprikaschoten und das alles verkaufen. Und nochmal Würstel holen für den Rex, weil normalerweise ist die Zahl bei den Grillwürstchen früher immer zweistellig gewesen. Mittlerweile vergesse ich es teilweise wirklich, die Wurst zu kaufen. Beziehungsweise ich kaufe ja Wurst, aber ich vergesse das regelmäßig zu machen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Was wir brauchen, kann ich dir sagen. Wir brauchen erstmal hier, wir verkaufen mal den Hamburger. Und wir verkaufen die Paprikaschoten. Und für das Geld, was wir da gerade gelassen haben, nehmen wir mal, oder für weniger, nehmen wir mal die Grillwurst mit. Das heißt, die nächsten 7 Tage kann der Rex wieder futtern, was das Zeug hält. Ja, wir haben hier ein paar Eier aus der Scheune geholt. Da wollte ich jetzt auch gerade mal, siehste, könnten wir gleich mal nachgucken gehen. Ja, die Lavisina hat geschrieben, sie hat noch nicht das Glück gehabt, mehr wie 4 Fische aus dem Teich zu ziehen. Ich glaube, das war auch ein absoluter Glücksgriff. Wenn ich meine ganzen Traktoren ansehe, kriege ich das Weinen. Oh, na, wer sagt's denn? Wir haben wieder Eier im Stall, in der Scheune. Und auch der Sigi hat sich schon mal wieder tatsächlich
freudigerweise oder froherweise unter einem Video verewigt in den letzten Tagen. Ja, er baut auf und ich schaue mir auch immer seine Screenshots an. Er ist quasi fleißig und ich glaube auch, er ist mittlerweile wieder freudiger Erwartung auf das Release, genau wie die Lavisina. Und ich glaube auch noch einige andere können es kaum erwarten. Aber wie gesagt, bis dahin sind noch 14. Wir haben heute den 4., ne? Ich kann nicht mehr rechnen. 16 Tage, 17 Tage noch bis dahin. Also wir werden auf jeden Fall die 200. Folge definitiv dann schon durchhaben. Das ist, wenn ich jetzt richtig sehe, die 199. Folge. Das ist schon richtig krass. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass die Folgen ja nicht nur um eine halbe Stunde gehen. Also das ist schon richtig, richtig krass. Ja, Emily ist am Herd. Okay, die können wir jetzt gerade mal nicht interviewen. Dann interviewen wir mal unsere Nachbarn, was die so wollen. Eine Transport, einmal Kürbissuppe. Das ist schön. Wie viel? 6 Stück. Okay, was haben wir hier oben? Auch nochmal 9 Stück Kürbissuppe. Aber, ach nee, hier unten ist noch eine Transport. Nee, Flüge das Feld. Oh nee, das ist mir zu weit unten. 2,57. Das ist mir zu weit unten. Das werden wir nicht machen. Aber Kürbissuppe und Transportaufgabe können wir übernehmen. Kein Problem. Da holen wir uns nochmal ein paar Talerchen und Sozialpunkte und sind dann lieb und nett mit unseren Nachbarn. Kürbis, ach nee, 5 Stück, warte mal, was war das? 6 und 9 sind 15, ne? Theoretisch, wir nehmen 20 Stück mit, dann geht das auch in Ordnung. So. Zuckel die Muggel, 2 Huhn, ein Gänse, wir gehen los. Nein, wir gehen nicht los, wir fahren, wir springen, wir beamen, wir machen alles Mögliche. Nur laufen tun wir nicht, oder doch? Oh, das ist aber auch gemein, ne? Das ist aber auch gemein. Da haben wir noch, naja, 500 Meter, das geht. Da schmeißen wir mal wieder den Walking Simulator an. Wer bei mir Pumpkin Days guckt, der kann sich vielleicht nochmal an die eine Folge erinnern, wo ich da den Walking Simulator gemacht habe, wo ich mich in der Welt verlaufen habe auf der Suche nach dieser komischen Höhle. Und ja, Farmers Dynasty ist auch sehr gut geeignet für den Walking Simulator. Wollen wir mal kicken, ob wir da mal auf die Schnelle hinkommen. Ich hoffe, dass das auf dieser Seite des Sees ist und dass wir nicht noch rumlaufen müssen. Schauen wir mal. Okay, hier ist jemand. Da ist Nathan der Weise. Oh, die hatten wir schon. Nathan der Weise. Und ich hoffe, dass wir ihn ansprechen können, dass er... Das ist doch nicht wahr. Nathan, das ist jetzt nicht wahr. du stehst damit... Ich komme aber nicht dahin. Warte mal, ich muss mal von der Seite gehen. Vielleicht kann ich jetzt... Ah, guck mal, von dieser... Das ist auch wieder so ein Ding. Ja, schön. Guten Tag. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Nicht Haben Sie sagen, was für mich? Überhaupt nichts sagen. Wir sagen nichts. Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Wenn du sterben willst, ne, dann setz dich einfach auf den Boden. Dann kannst du ertrinken. Okay, für 6-mal Kürbissuppe 315 Euro. Die nehmen wir natürlich mit. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Danke. Hier ist etwas für dich. Mission abgeschlossen. 315 Euro, 630 Sozialpunkte. Sprechen mit Nathan der Weise. Also wirklich... Ich, mal ganz ehrlich, da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Du musst jetzt quasi schwimmen gehen, damit du mit den NPCs reden kannst. Ja, nein, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wirklich da in dem See drin.
So, dann haben wir Transport und hier haben wir würzige Kürbissuppe. Ich glaube, wir machen erstmal die würzige Kürbissuppe. Weil für den Transport müssen wir garantiert noch mal ein paar Mal hüpfen. Bitte sagt mir, dass es nicht... Genau. Dass es nicht die Kirche ist. Aber ich glaube, wir müssen gleich an die Kirche. Oh, hier stehen auch zwei rum. Ich wollte nicht zuhören. Tschüss. Ja, wir walken weiter. Mal gucken, wo wir hier durch können. Ah, hier können wir durch. Guck mal. Hier kommen wir durch. Hier können wir lang. Hier sind wir auch noch nie lang gegangen, habe ich gerade mal festgestellt. Also wir sind ja schon durch die Stadt geirrt, aber das haben wir auch noch nicht gesehen, ne? So, wen haben wir denn da? Joshua. Joshua, mein Bester. Guten Tag. Hm? Entschuldigung, dass ich dich angesprochen habe. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Meister, hast du lackierte Fingernägel oder... Oh, fällt mir das jetzt erst auf? Haben die alle lackierte Fingernägel oder was? Okay, er will für die neuen Kürbissuppen 472. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Danke. Hier ist etwas für dich. Ich habe schon wieder 400 irgendwas, also 900 Sozialpunkte. Warum er das jetzt nicht anzeigt und ich das nicht vorlesen kann? Nee, also ist so. So, jetzt geht's los. Müssen wir jetzt zur Kirche, ja oder nein? Ich hoffe nicht, dass das die Kirche ist. Es ist die Kirche. Es ist die Kirche. Leute, es ist die Kirche. Stellt euch darauf ein, dass es gleich wieder laut auf euren Ohren wird. Es ist die Kirche. Kann es leider nicht verhindern, aber ich muss auch mal ein paar Aufträge erledigen. Sonst kommen wir hier tatsächlich nicht weiter. Ach je. So, wen haben wir denn hier? Daniel. Immer die gleiche Geschichte. Daniel, rede mit mir, komm. Du unterhältst dich gerade nicht. Genau. Tag. Guten Morgen. Schön, dass ich... Naja. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. So, wir haben jetzt 100 Sozialpunkte extra gekriegt, weil wir ihn gefragt haben, ob er Arbeit für uns hat. Ja, das Paket für 489 Euro nehmen wir natürlich mit. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, dann schauen wir mal. Mit Chance ist es da, wo es sein soll, genau. Wir haben ja jetzt unseren sneaky Pickup hier stehen. Ne? Kaum benutzt, wenige Kilometer, kann ich gut verkaufen späterhin. Ladefläche noch nie benutzt, ne? So. Ich bin wegen dem Paket hier. Siehst du denn da mal zu? Sicher, hier ist es. Wir denken da jetzt nicht drüber nach. Wir machen einfach nur unsere Arbeit. So, auf geht's. Wir bringen das Paket zurück zu Daniel, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man die Namen Englisch aussprechen sollte. Manchmal ja, manchmal nein. Abwarten und Tee trinken. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. 489 Euro, 978 Sozialpunkte. Wir sind jetzt bei 311.000. Versprechen. Ich denke nicht. Jackson, Sophia, Matthew, Alexa... Alexa, wie wird das Wetter? Nein, Scherz. Ja, das war's eigentlich schon für den heutigen Ingame-Tag. Die werden wahrscheinlich jetzt irgendwie mal in den Stall gehen müssen. Vermute mal nicht, dass unsere Emily so fleißig war, dass sie alles geholt hat. So, meine liebste Emily, möchtest du mir denn sagen, wie es dir geht und ob du immer noch schwanger bist oder schon wieder? Liebelein. Also dein Bauch ist tatsächlich noch nicht gewachsen.
Hallo, Schnuckelchen. Guten Morgen, Schatz. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Schatz, ich bin so glücklich. Die ist so glücklich. Das Hallo, war alles. Süße. Guten Morgen, Liebes. Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Du siehst heute wirklich wunderschön aus. Na, das nett du bist von ein dir. Echter Charmeur, oder? Oh. Okay. Sie liebt uns immer noch. Sie hat ein dickes Herz über ihrem Kopf. Und auch James hat ein Herz. Genauso wie Rex. Unsere Kühe tragen keine Herzen. Dafür tragen unsere Kühe wahrscheinlich sehr, sehr viel Milch in ihrem Euter. Und der Stall, wo unser Kiki drin ist, ist voll mit wunderschönen Eiern. Ach je. Ja, es ist schon ein Kreuz. Jetzt haben wir 3 verschiedene Eiersorten in unserem Inventar. So. Flup, 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 flup. Damit ist das erledigt. Ja, ich hätte jetzt pflügen gehen können, dann hätte die Emily das auch gemacht, aber pflügen, nein, danke, heute nicht. Ich hoffe ja, dass in der Jubiläumsfolge morgen unser Gewächshaus mal wieder fällig ist, dass die Gewächshausernte ansteht. Das wäre jetzt nochmal so ein schönes Highlight zur 200. Folge. Bei der 100. Folge hatte ich euch ja gefragt, was soll ich machen und so weiter und so fort. Und da hatte die Lavisina ja damals vorgeschlagen, du machst jetzt eine 100-Minuten-Folge. Ich glaube, ich habe das sogar hingekriegt, die 100-Minuten-Folge. Bei der 200. Folge habe ich mich jetzt nicht getraut zu fragen, was machen wir denn zum Jubiläum der 200. Folge, weil dann wäre die Jana Visina darauf auf die Idee gekommen, dass ich 200-Minuten Folge mache. Und da hätte ich sie dann enttäuschen müssen und sagen müssen, nee, das ist mir doch zu lang. Von daher habe ich gar nicht erst gefragt, klug wie ich bin. Trotzdem müsste man eigentlich mal sich zur 200. Folge wirklich was vornehmen. Was Besonderes zu machen. Ich habe keine Ahnung was. Vielleicht nochmal eine Umgestaltung des Hofes. Allerdings da jetzt Geld reinzustecken, ist keine gute Idee, wenn zum Release wirklich neue Materialien kommen, dass wir unsere Häuser schöner gestalten können, als das, was da ist. Wird das so oder so kommen. Und dann würde ich dem Ganzen ziemlich vorgreifen. Und ganz ehrlich, das möchte ich nicht da doppelt und dreifach Geld ausgeben. Von daher muss ich mir auch diesbezüglich nochmal was anderes überlegen. So, verfügbare Milch keine, verfügbare Eier 20. Das ist immer noch so wie eh und je. Wir könnten ja vorsorglich, nicht vorschaulich, vorsorglich mal... Wir nehmen mal den, ne? Wir nehmen einfach mal den hier. Und wir könnten vorsorglich mal zum Samenhändler fahren und nochmal einen 1000er Stack Tomatensamen holen. Dann brauchen wir das nicht während der Gewächshausernte machen, sondern haben da diesbezüglich dann schon vorgesorgt, sodass wir gleich alles in einem Rutsch weg ernten und verkaufen können. Nein, ernten, verkochen und dann verkaufen können. Von daher machen wir einfach mal was, um den heutigen Tag noch etwas ins Land gehen zu lassen. Und natürlich, um noch dann das nötige Kleingeld zu haben. Ja, wenn das neue Jahr anfängt, dann haben wir tatsächlich viel zu tun.
Wir müssen unsere Nachbarn anheuern, unsere Felder zu ernten. Und wir müssen dann die Gewächshäuser bepflanzen. Stopp. Sehr schön, sehr schön. So. Wir brauchen das Gewächshaus und wir wollen Tomaten. Und zwar für 4,04 Euro können wir ruhig ein 1000er-Stack mitnehmen. Ist doch kein Problem. Damit ist die Sache erledigt. Und hier können wir nach Hause zuppeln. Das heißt, für die nächste Gewächshaus-Arie haben wir dann genug Setzlinge an Bord. Wenn wir das in-game nächstes Jahr machen. Oder wird es dieses Jahr noch was? Nein, ich glaube, dieses Jahr wird das tatsächlich nichts mehr. Aber ich weiß es halt nicht so genau. Wir haben August. Es geht bis Ende September das Jahr. Oder? Oder? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß, ne? Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß. Ja, da steht unser wunderschöner Mähdrescher. Der andere Traktor, der kleine. Den anderen großen Lindner, den haben wir ja oben bei den Gewächshäusern hingestellt. Der Pickup steht jetzt unten. Also wir haben schon ein bisschen was verteilt, wo unsere Zugriffspunkte sind, wo wir immer wieder hin müssen. Von daher würde ich jetzt tatsächlich nur noch Traktoren und so weiter, landwirtschaftliche Geräte holen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, wo das noch Sinn zum Hinstellen hätte. Warte mal. So ein bisschen, ach Menno, Andrina und ja, wir lernen das noch. Gut, den lassen wir jetzt hier, da steigen wir jetzt aus. Stehen wir jetzt innerhalb oder außerhalb des Gewächs? Oh, außerhalb, okay. Okay. Also hier war jetzt nur noch auf der Map zu sehen, dass wir hier unten einen Flügeauftrag machen wollen. Den machen wir natürlich nicht. Und es ist 9.42 Uhr. Wir können tatsächlich schon wieder schlummern gehen. Emily ist im Garten. Und sie ist so glücklich. Okay, lassen wir sie glücklich sein im Garten. Wir gehen schlafen. Vielleicht kommt sie ja mit, vielleicht nicht. Aber dann sind wir auch für den Jahreswechsel gewappnet und ganz zufrieden. Guten Morgen, Emily. Und guten Morgen, Farmers Dynasty. Ja, schauen wir mal, was es hier heute Neues gibt. In Farmers Dynasty. Pflüge das Feld? Nein. Lüfere Kürbissuppe 7? Ja. Kürbissuppe 9? Ja. Und Tomaten 40? Ja. Ja, die Tomaten, so langsam reduzieren die sich bei uns im Keller. 9 und 7 sind 14. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Uiuiuiui. Also, die Emily hatte tatsächlich auch nochmal Eier im Inventar. Sehe ich gerade. Wahrscheinlich noch vom Vortag. Und die Milch. Dreimal Paprikaschote. Einmal Pizza. Hamburger. Und dann brauchten wir 40 Tomaten. Ach nee, da haben wir aber noch genug. Da haben wir echt noch reichlich. 40 Tomate und Kürbissuppe waren 16. Aber dann nehmen wir noch mal so 20 Stück nehmen wir noch mal mit. Genau. Haben wir 30 im Inventar. Sehr schön, sehr schön. So, dann kann die eine Emily jetzt wieder Gas geben. Wir sind ein wenig unterwegs. Nein, stopp, wir sind noch nicht unterwegs. Wir müssen erstmal ganz kurz kochen, bevor wir unterwegs sind. Tomatensuppe nicht, aber Milch wollen wir einkochen. Dumm. 44 Dosen Milch werden produziert. Und Eier haben wir 102.
So, jetzt können wir losflitzen. Erstmal noch ein bisschen Geld bei John lassen. Warte mal, wo ist denn Rex? Rex, mein Bester, komm mal her. Du brauchst doch noch einen Würstel, bevor ich jetzt hier losflitze. Mein Bester, Bester. Wo bist du denn? Hier. Ja, was denn? Ist ein Würstel. Der will kein Würstel von mir. Wieso nicht? Jetzt aber. Ah, Rex scheint mich zu mögen. Alle mögen mich. Nur meine eigene Frau nicht. Zumindest schenkt sie mir kein Kind. So wie vorgesehen. Ich habe gelesen, da bei der Sache Kind, habe ich gelesen, ich möchte jetzt nicht lügen, von daher werde ich jetzt keinen Namen nennen, dass es bei jemandem vorgekommen ist, dass jemand gesehen hat, wie das Kind aus dem Kinderbett rauskam. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ja, wir haben hier dreimal Paprikaschoten für 110 Euro. Wir haben eine Pizza. Wir haben 44 Dosen Milch. Und wir haben 102 Eier. Und sind schon wieder bei 39.000 Euro. Aber wir waren doch schon bei 42, richtig? Bin ich jetzt blöd? Irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Aber wir werden es... Ich werde es in der Videoanalyse herausfinden, was da nicht stimmte. So, hier wollten wir nicht hin. Hier wollten wir hin. Weil wir hier die Kürbissuppe liefern sollen. Und da wir hier gerade an der Bushaltestelle sind, mehr oder weniger, werden wir heute tatsächlich mal Bus fahren. Genau. Da wollen wir hin. Das war eine lange Busfahrt. Ach ja, das war ja hier wieder auf dem Feld, ne? Wade, Dwayne, keine Ahnung nicht. Wer ist es denn? Brandon. Lass mal gleich dein Gerät da im Boden versunken. Ach, Brandon, rede mit mir. Hi. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? 367, das ist doch gut. Hört sich gut an. Da kann man mit leben. Ich kümmere mich drum. So. Boah, Mund zu, Meister Danke. Eder. Hier ist etwas für dich. Ja, 300 noch was. Euro, Geld, Gold. Und 600 Sozialpunkte, sehr schön, sehr schön. Dann schauen wir mal. Also, wir haben hier nochmal würzige Kürbissuppe. So. Bitte nicht die Kirche, bitte nicht. Oh nein, nicht schon wieder unter Wasser, bitte nicht. Ach je. Also das ist wirklich ärgerlich, ne? Ich weiß, wer mir geschrieben hat. Ich glaube, die Lavisine hatte mir geschrieben, dass sie bei jemandem das gesehen hat, dass das Kind vom Babyzimmer ins Jugendzimmer, ins Jugendbett sich gelegt hat. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich fall vom Glauben ab. Naja, und dann habe ich noch so einen Witz drüber geworfen, gemacht, so wie jetzt. Der liegt jetzt die ganze Zeit statt im Babybett im Jugendbett oder was? Hi. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Danke. Hier ist etwas für dich.
472,944 Euro Sozialpunkte. Ja, ich hätte das ja ganz gerne, das Baby auch im Babybett, natürlich, logisch. Und ich hätte das Kind auch gerne gesehen im Kinderbett. Allerdings habe ich noch nichts davon gehört, dass da ein Kind tatsächlich auf dem Hof, auf dem schönen Spielplatz rumläuft und spielt und im Sand buddelt oder mit der Schaukel schaukelt, mit der Wippe wippt oder wie auch immer man das alles nennen möge. Davon habe ich weder gehört noch gelesen. Traurig, aber wahr. Und wir müssen tatsächlich schon wieder zur Kirche. Warum tue ich mir das immer nur wieder an? Da müssen wir wohl oder übel durch. Wer ist es denn diesmal? Kelvin? Kelvin? Ach, das ist der mit die schicki blauen Schuhe. Also die Schuhe sind ja schon reichlich modern. Wenn du jetzt noch mit deiner Kräuselstirn mit mir redest und versuchst zu lächeln, dann wäre das schon mal gut. Hallo, komm näher. Noch näher? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ja, ich brauche ein paar Tomaten. Aber ich kann jetzt nicht in den Laden gehen. Magst du sie mir bringen? Naja, 190. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Absolut. Danke. Hier ist etwas für dich. 380 Sozialpunkte, 190 Euro. Das ist erledigt. Wir machen uns gleich mal hier vom Acker. Denn dieses Geschnatter wollen wir gar nicht hören. Flüge, das fällt. Ja, genau. 5,3 Hektar auf gar keinen Fall. Ja, wir sind wieder zu Hause. Und rein theoretisch müssten wir jetzt nochmal den Hühnerstall und den Kuhstall leer machen. Das bewahre ich mir allerdings für die nächste Folge auf. 200. Folge. Ich habe nichts geplant. Ich frage auch nicht noch nach Ideen. Das würde wahrscheinlich eh zu spät kommen. Wir feiern die Vorfreude auf das Release in 15 Tagen. Och, rechnen ist keine Stärke. 17 Tage. Wie am Anfang der Folge rechne ich tatsächlich jetzt nochmal nach. Ja, wir freuen uns auf das Release in 17 Tagen, wenn es denn in 17 Tagen kommt. Und dann schauen wir weiter. Von daher, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao und bye bye.